Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Bitwalker. In der heutigen Folge werden wir meine Apple Watch ein bisschen optisch pimpen. Meine Apple entspringt ja noch dem Kickstarter-Projekt vom, wann habe ich gebackt, im April 2012. Damals gab es nur die schwarze Apple Watch und die habe ich mir damals bestellt. Später sind dann Farben hinzugekommen, rot, weiß, grau, orange zum Schluss auch noch. Allerdings wollte ich da nicht mehr umsteigen, ich wollte einfach meine Apple bekommen. Und irgendwie wäre es halt doch nett, dem schwarzen, schlichten, eleganten Design doch ein bisschen farbliche Akzente beizugeben. Und da habe ich eine Webseite gefunden, dank einer Bekannten von mir, die hat mich auf die Seite Gadget Wraps aufmerksam gemacht. Dort habe ich gleich hingeschrieben, habe hingeschaut, die verkaufen auch Skins für das iPad und für das iPhone. Und die Jungs haben mir zu meiner Bestellung gleich etliche andere Designs mit dazu geschenkt, einfach als Giveaway für euch. Das heißt, ich verschenke nachher ein paar Designs für die Apple Watch und was ihr dafür tun müsst, das seht ihr am Schluss des Videos. Aber jetzt schauen wir uns meine Apple an. Ich zeige euch, was man dazu braucht und wir werden das gemeinsam versuchen, ordentlich zu montieren. Also ich baue wieder hier um und wir sehen uns gleich wieder an meinem gelben Tisch. Wie ihr seht, habe ich jede Menge an Designs bekommen in verschiedensten Farben. Das Schöne bei Gadget Wraps ist, sie haben es wirklich in verschiedensten Designs. Ob es jetzt eine schlichte Farbe ist, wie hier zum Beispiel das Orange, was ich mir heute montieren werde, oder auch so in diesem Carbon-Design, ihr seht es hier in den Reflexionen, verschiedenste Farben natürlich zu haben, von normal bis eben zu diesen Spezialeffekten. Es gibt dann auch in Holz und Carbon und weiß der Teufel was, da braucht ihr nur bei Gadget Wraps nachschauen, da findet ihr alles Mögliche. Was braucht man noch zum Montieren? Zum Reinigen, Moment, noch ganz kurz zum Design. Es gibt nämlich auch die Transparenten, diese, was über die ganze Seite geht, also über die ganze Uhr. Und dann mit dabei, bei jedem Design, also bei diesen Designs ist immer mit dabei auch eine Schutzfolie für das Display, was dann in der Mitte übrig bleibt. Das ist immer dabei. Wenn ihr drei Stück bestellt übrigens, bekommt ihr eines gratis dazu. Also so ein recht gutes Angebot. Drei Stück kommen auf 27 Dollar. Jo, ist vielleicht nicht das billigste, aber immerhin doch eine günstige Variante, um eure Apple ein bisschen umzudesignen. Wir werden heute das Orange da montieren. Was brauchen wir noch dazu? Einen Haarföhn. So, Moment, hier mal so rüber. Einen Haarföhn, um das Ganze ein bisschen anzuwärmen, wird empfohlen. Speziell bei den dickeren Designs wie diesen hier zum Beispiel, da wird es sehr stark empfohlen. Und zum Reinigen der Uhr ein Mikrofasertuch. An meine elektronischen Geräte kommen nur zwei Dinge und das ist Wasser und Mikrofaser, sonst gar nichts. Ah ja, was wir noch brauchen, nicht zu vergessen, ist eine Sprühflasche, denn die transparenten Skins, also dieser ganz Körperschutz, nenne ich ihn mal, beziehungsweise diese kleinen Displayfolien sind feucht zu montieren. Das andere bleibt trocken. Ich werde jetzt mal meine Apple hier demontieren. So. Was mir auch erst aufgefallen ist, wie ich diese Skins bekommen habe, dass es einen breiteren Steg gibt und einen schmäleren Steg. Das erste Mal, dass mir das aufgefallen ist, dass bei der Apple das auch unterschiedlich ist. Und zwar ist es, Moment, ich versuche es mal hier so herzuhalten, dass man sieht, na, schwer zu erkennen. Hier oben, der Steg zwischen Uhrband und Display ist der schmale und unten ist der breite. Also aufpassen, montiert gehört es dann so. Breit unten, schmal oben. Zum Reinigen verwende ich immer, wie gesagt, nur Wasser und ein Mikrofasertuch. Wie erwähnt, diese Skins werden trocken montiert. Die Schutzfolien fürs Display nachher feucht. So, nochmal feucht drüber wischen. Was ich mir wichtig empfinde, ist, dass ihr euch vorher die Hände wascht, dass ihr wirklich fettfreie Finger habt. Da verstecken sich dann wirklich schon ein paar Kratzer. Oder täuscht mich das jetzt? Nö, das ist kein Kratzer gewesen. Es ist ja so, Apple sagt ja, dass dieser Kunststoff kratzfest ist, aber wir wissen es ja selber oder jeder, der eine Uhr hat, weiß es, kratzfest ist immer relativ. Ein Kratzer ist leider schneller drauf, wie man glaubt, und dann ist es nur umso ärgerlicher,
wenn man keine Schutzfolie drauf hat. So, aber jetzt glaube ich, bin ich dort, wo ich hin muss. So sollte es nun reichen. Noch mehr wäre kitschig. So. Okay. Die Uhr ist sauber. Also, wir werden jetzt versuchen, das Ganze hier vorsichtig zu montieren. Ich persönlich bin ein Fan davon, wenn man das Ganze umklappt, dass man einfach mal versucht, die Schutzfolie oder die Trägerfolie einfach so wegzuklappen, dass das Ganze vorsichtig sich erlöst und muss sagen, Moment, da biegt noch ein bisschen das unterliegende Papier drauf, jetzt löst sich's, genau, so, jetzt kommt es hoch da. Das ist mein erster Versuch. Ich habe selber noch nicht probiert, auch nicht im Trockentraining oder so. Ich mache das einfach gleich hier live mehr oder weniger im ersten Versuch. Da muss ich mal schauen, das Ganze wird natürlich geschnitten und dann kann es natürlich sein, dass, wie es jetzt hier ist, das Papier unterbei ein bisschen mitgeht. So, irgendwie kriegen wir das schon hin. Nur schön langsam mit Gefühl. Es läuft ja nichts davon. So, jetzt hat sich das auch gelöst. So. Jetzt kommen wir schon langsam hin. Das ist eine recht dünne Folie, aber wirkt sehr stabil. So, jetzt schauen wir, dass wir hier über den Steg auch noch drüber kommen. Jetzt haben wir es. Und beschrieben ist es auf deren Homepage auch ganz gut mit Videos, dass das Ganze sehr exakt geschnitten ist. Das heißt, ich fange jetzt wirklich mal hier an. Es ist leider nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt hätte. So, jetzt aber, ha, schau. Wie etwas ziehen, drücken, geht es dann doch. So, schauen wir mal, wie es jetzt ausschaut. Aber man sieht, gut, hat doch geklappt, hat doch besser geklappt, wie es am Anfang ausgeschaut hat. Da bin ich fast ein bisschen drüber. Aber es macht nichts. Vom Display her, hier sieht man noch ein bisschen die Schnittkanten vom Schneiden. Aber ich würde sagen, so im ersten Blick gar nicht so schlecht. So filigran, wie es sich angefühlt hat, aber so gut ist es jetzt gegangen. Vom Display her, wenn ich mir das anschaue, sind wir auch recht mittig, es steht nicht drüber. Hier oben hätte ich mir noch einen Millimeter rausholen können, der fehlt mir jetzt da unten ein bisschen, aber das ist recht unter der Kante, also das ist nicht so schlimm. Also man sollte vielleicht doch ein bisschen Trockentraining machen, ist immer recht gut gesagt. Was soll man das machen, natürlich, wenn man sich jetzt sowas kauft. Aber vielleicht ein Teil mehr einplanen, als man wirklich haben will, denn ihr habt das gesehen, fast wäre es schief gegangen. Aber ich merke, also zumindest schaut es sehr gut aus, man sieht absolut keine Blasen oder dergleichen. Ich schwenke es hier nochmal so, ihr seht es hier, keinerlei Blasen. Und ja, wirkt sehr gut. So, mal schauen, dass ich das Richtige wegschmeiße. Das ist der Träger von dem da. Den haben wir weg. Und so schaut die Peppel dann fast wie das Original in Orange aus. Sehr hübsch, gefällt mir gut. Sehr passgenau. Und mit etwas Mut locker zu montieren. Hier unten bin ich auch richtig an. Nö, die Kanten sind wirklich schön. Passt genau. Was wir auch gleich machen werden, ist hier diese Schutzfolie, um die es mir besonders geht. Diese Schutzfolie passt hier nämlich mittig genau hinein. Das ist die Folie, die einfach das Display schützt und diese ist aber feucht zu montieren. Das heißt, wir werden sie ebenfalls ein bisschen lösen. Nochmal hier das Display reinigen, dass hier alles sauber ist. Jawohl. Und dann entsprechend montieren. Das heißt, wir lösen da jetzt die Folie runter. Jetzt ist die Frage, was für Seite ist die Folie? Da oder da? Ja, da ist sie. Feuchtkleben, einlegen, dass sie bei der Kante ansteht und dann, glaube ich, braucht man sie nur mehr runterklappen lassen. So. Oh. Wieder verschoben. So. Durch das Feuchtkleben kann man sie noch ein bisschen verschieben. Und jetzt muss sie halt trocknen. Da habe ich noch ein paar Bläschen drinnen, die kann man dann entsprechend rausdrücken, rausschieben. So, wie schaut es da aus? Da bin ich ein bisschen noch drüber über den Steg. So, jetzt bin ich hier mittig. So, schauen wir mal. Passt. Fast wie angegossen. Ein bisschen hier, ein bisschen
drücken und schieben. Da sind auch ein paar Luftbläschen drinnen, aber die kann man dann rausarbeiten. Wenn das Ganze angetrocknet ist mit einer Kreditkarte oder mit einer Plastikkarte, wie auch immer, noch ordentlich zudrücken. Passt aber wirklich wie angegossen. Ich werde das jetzt gleich nochmal in die Kamera halten. Da bin ich ein bisschen über die Ecke draußen. So, das kann man festdrücken. Das schaut gut aus. So, also wenn man jetzt hier einen Blick macht, im entsprechenden Licht, schaut das Ganze recht gut aus. Wenn man das natürlich öfters macht, dann denke ich mir, sollte das noch unproblematischer laufen. Also für mich war es ja auch der erste Versuch. Aber es ist in Ordnung. Die Folie ist sehr passgenau, schützt genau, wo es sein soll. Das mit dem Föhn habe ich mir jetzt erspart, weil ich jetzt lang genug mit der Hand herumgewerkt habe, sprich die Folie recht warm ist. Natürlich kann man es mit dem Föhn noch ein bisschen drüber fahren, noch ein bisschen nachdrücken, das Ganze trocknen lassen. Aber ich denke mir, so ist hier zum Zeigen, wie es funktioniert, ist es in Ordnung. Ja, wie gesagt, mit ein paar Versuchen klappt es wirklich gut und jetzt so, wenn ich es so drüber streiche, sind alle Kanten da, wo sie sein sollen, sprich alle in der Form, also wirklich sehr präzise geschnitten und der optimale Schutz sowohl für das Display als auch für den Rahmen hier rundherum und das Ganze eben individuell, wie man es haben will. So, die Pebble ist nun individualisiert. Ich habe gesehen, ein bisschen mit Problemen für den ersten Versuch, aber doch recht gut. Für euch noch einmal, wie gesagt, ich habe noch etliche Designs hier, die ich gerne verschenke. Ich suche mir mal raus, welche ich noch hergeben werde. Also jede Menge Transparente habe ich auch, die also nur als Schutz dienen. Die sind übrigens durchgehend, sprich ihr braucht in der Mitte nicht separat kleben für die Oberfläche. Das ist wirklich ein kompletter Schutz. Ich werde euch das auf meinem Blog posten in den nächsten Tagen mit einem kurzen schriftlichen Review auch noch. Mal schauen, wie sich das Ganze hier in der Realität bewährt, also in der Praxis draußen, ob das Ganze auch wirklich hält. Hier nochmal kurz zum Anschauen mit im orangen Design. Und ja, danke euch fürs Zuschauen. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Euer Feedback interessiert mich natürlich auch, ob ihr auch eventuell schon ein Skin verwendet von irgendeinem anderen Anbieter. Ansonsten würden sich die Jungs von Gadget Wraps natürlich über eure Bestellung freuen. Wie ihr zu den ganzen Dings kommt, Skins kommt natürlich auf meinem Blog bitwalker.at, also regelmäßig draufschauen. Ich werde es in den nächsten Tagen posten. So, das war's jetzt. Habe ich schon alles 2, 3, 4 Mal wiederholt. Also danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.